Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben noch 9 Schreine, 8 Schreine, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 8 Schreine haben wir jetzt noch vor uns, die wir noch finden, entschlüsseln, suchen, looten, bluten müssen. Dann können wir unsere Herzen maximieren, machen die Meisterschwertprüfung, gewinnen gegen den Leunen da unten und schauen, was danach noch auf uns zukommt. Ich glaube nämlich nicht, dass der Leune der letzte Boss ist. Glaubt ihr, der Leune ist der letzte Boss da unten? Ich weiß nicht. Ich würde fast vermuten, da kommt noch irgendwas. Ein irrer Wächterkampf oder so. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber Wölfe! Wölfe, die sind ganz gut in dem Spiel, dass es die gibt, weil eigentlich jage ich ungern Tiere in Spielen. Die tun mir leid. Ich mag Tiere. Und ich würde zum Beispiel jetzt nie die Hirsche jagen, außer wenn es unbedingt sein müsste. Ah, Hilfe! Ich werde angegriffen! Ruhig, braves Rehchen. Ja, ganz feines Reh. Cool. Ich würde nie im Leben jetzt dem Hirsch, der Hirschkuh hier was tun, aber die Wölfe attackieren mich. Ich muss mich verteidigen. Insofern habe ich da kein so schlechtes Gewissen. Das geht. Das kann ich machen. So, warum habe ich hier einen Stern? Ah, weil da ein Podest ist. That's so weird. Oder? Das Reh ist winzig und langsam und ich habe eine komische Blattmaske auf und so reiten wir jetzt hier durch die Prärie. Ich finde es echt lustig, was so seltsam ist. Greifen wir die Basis an, Hirschkuh. Na komm, was ist denn los? Hey. Riechen, alles gut. Nur noch ein paar Meter, komm. Na komm. Was ist denn los? Genau, und jetzt? Hua! Der Pfeil ist gerade, die beiden Pfeile sind gerade durch seinen Kopf durchgeflogen und niemand kann mir irgendwas anderes sagen. Ja, da könnt ihr schon in eure Hörnchen blasen. Oh Gott, die heben Fässer in die Luft. Ah! Ja, okay. Die Fässer werfen ist effektiver, aber ihr habt euch selber gesprengt, Idioten. Bisschen zu hoch geschossen, ich wollte eigentlich die Wiese hier vor mir anzünden, damit ich fliegen kann. Aber es brennt hier nicht genug. Oh Mann, ey. Na komm. Ich habe einen Plan. Nein, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich mit dem Krockfächer das Feuer ein bisschen anfächern. Ja, hat funktioniert. Haha, sehr cool. Dann holen wir uns mal wieder eine richtige Waffe. Halt die Klappe. Jetzt ist Schluss. So, jetzt steht da unten nur noch der Weiße, der jetzt brennt. Ich lösche dich! Durchhalten! Und jetzt, nee, warte, ich spreng dich in die Luft! Und jetzt elektrifiziere ich dich! Okay. Cool. Give me your stuff. Okay, aber eigentlich habt ihr mich jetzt ganz schön abgelenkt. Ich habe eigentlich was zu tun hier. Was wollte ich tun? Warum bin ich gleich nochmal hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war ein Spaß. Es macht immer wieder Spaß, hier diese kleinen Camps auszuräumen. Aber da unten, genau da unten ist ein mysteriöses Podest. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Da Oniturm schwarz und schlank. Von dieser Seite ist er schwarz und schlank. Und um 12 Uhr mittags zeigt er vielleicht mit seiner Spitze hier drauf und dann muss ich einen Feuerpfeil drauf schießen. Oder? Ist das das Rätsels Lösung? Nein? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, ohne Witz, schon wieder? Hatten wir das nicht? Ich dachte, wir hatten das geklärt. Komm her, du. Kannst du jetzt mal abhauen? Dass man nichts machen kann, dass die nicht wiederkommen. Das wäre irgendwie cool. Ich würde gern sagen, hey, hier, Hauptlager, Endboss zerstört. Wolf, willst du mir jetzt echt auf die Nerven gehen? Sorry, aber ich brauche dein gegrilltes Edelwildfleisch.
Ich brenne. So, ich warte jetzt mal bis mittags. Bis mittags. Dann schauen wir mal, ob es irgendwas mit dem Podest auf sich hat, dieses schwarze, schlanke Turmrätsel. Bin gespannt. Oh, oh. Oh, es ist Blutmond. Nein, ich habe Blutmond verpasst. Da hätte ich jetzt zu dem anderen hin müssen. Aber jetzt ist... Ich habe bis Mittag gewartet. Jetzt ist nicht mehr Blutmond. Ach, dammit. Okay, hier Feuer hinschießen bringt nichts. Aber, ah, guck mal, da oben ist ein Loch. Ein herzförmiges Loch in dem Turm. Wo leuchtet es hin mittags? Da kommt es. Ist es das? Das Herz des Turms. Ja, ja, jetzt macht alles Sinn. Hau ab. Und jetzt muss ich dann gleich hier das anzünden. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Ich muss jetzt nur warten, bis das Herz das Podest hier berührt. Der Herz des schwarzen Turms. Weil die Sonne entgegengesetzt kommt. Deswegen sieht er schwarz aus. Und jetzt zünde ich ihn an. Und wir haben das Rätsel gelöst. Na gut, ich habe zwar Blutmond verpasst, aber wir haben das Rätsel hier gelöst. Gut, dass ich zufällig mit dieser Ori-Frau in der vorletzten Folge geredet habe. Es war eher ein Versehen als Absicht. Die hat uns hier ganz schön weitergeholfen. Sie und ihre Schwester. Ich sage immer Ori, als wären die Ori wie so Dämonen. Aber ich meine die Orni. Die Ornstein aus Dark Souls. Dark Souls. Ich hätte sogar ein Spiel, das Dark Souls heißt. Und das Dark Souls-Spiel ist ernsthaftes Dark Souls-Spiel, auch voll schwer, nur mit Enten. Das ist ja so super. Warum gibt es eigentlich so wenig Videospielparodien? Hä? Verstehe ich nicht. Es gibt so viele Filmparodien. Warum gibt es keine cleveren und schönen Videospielparodien? Das würde mich mal interessieren. Dark Souls. Ich würde es sofort kaufen. Das wird so verklagt, das Spiel, leider. Ah, man kann heutzutage nicht mehr witzig sein. Da müssen wir es vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht Duck Goals. Was sind das hier? Eine Kanone? Ja, das heißt auch Kanonen, der Schrein. Yeah. Cool. Ich will die abfeuern. Wie feuere ich die Kanone? Indem ich eine Bombe reinwerfe. Ja, das macht Sinn. Das kennen wir ja schon, das Prinzip. Bam. Und... Okay, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Und da muss ich jetzt nochmal dagegen schießen, aber jetzt mit Zielscheiben, oder? Also mit, nein, Hilfe! Everything that could go wrong. Okay, jetzt muss ich timen. Nein! Oh! Das macht Spaß. Okay, machen wir nochmal. Das ist ein cooler Schrein. Yes! Da. Ich wäre gerne der Klavierspieler. Ich stelle mir vor, wie im Hintergrund irgendwo offscreen immer ein Klavierspieler sitzt, der die ganze Zeit, wenn Rätsel gelöst wird, so in die Tasten haut. So. Da. Okay, mit dir rede ich noch nicht. Ich will erst... Manchmal sind die schweren Versionen dieser Rätsel optional, verstehe ich gar nicht. Sollen die doch gleich richtig einbauen. Aber gut, wenn die ist okay. Dann kann jemand, der sagt, nö, ich brauche nicht unbedingt jeden Schatz hier, ist mir wurscht, ich will nur weiterkommen, kann dann gehen. Und coole Leute, die machen dann die Rätsel. Oh Gott, das ist aber echt schwer. Oh, da grätscht er nochmal rein. Okay, versuchen wir es nochmal. Achtung, Achtung. Was? Ich glaube, die Kugel war irgendwie... Habe ich vergessen, die reinzurollen? Habe ich die noch in der Hand gehalten? Oder was ist gerade passiert? Ich war so fixiert auf das Geschehen da oben. Ich habe sie überhaupt nicht gecheckt. Aber jetzt ist sie drin, oder? Ja, jetzt ist sie drin. Gut. Oh! Das war ziemlich cool. Oh, das macht Spaß. Ey, warum ist das nicht länger? Ich will ein ganzes Spiel, das aus der Mechanik besteht. Ah... Oh. Ein Diamant. Cool. Diamanten kann man brauchen. Na gut, ich schätze, das war's dann leider. Das hat Spaß gemacht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich meine, jetzt gerade finde ich es voll geil, aber wer weiß. 3, 4 mehr von diesen Kanonenrätseln und dann wäre es wahrscheinlich langweilig, weil so komplex ist es nicht. Es ist nur im richtigen Moment den Knopf drücken. Aber da hätte man mehr draus machen können, aber gut. Es ist cool, hat Spaß gemacht. Weiter geht's.
Okay, das haben wir jetzt ziemlich schnell gelöst. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein paar haben wir noch. Sieben gibt's noch. Von drei weiß ich. Also für drei habe ich zumindest Anhaltspunkte. Die anderen vier müssen wir dann echt mal suchen. Müssen wir vielleicht mit Leuten an den Reiterhöfen reden, weil die an der Oberfläche sichtbar sind, habe ich wahrscheinlich alle. Ne? Außer irgendwo, ja, man kann mal noch an die Orte gehen, wo ich noch nicht war und so. Keine Ahnung und so. Ich sag da und so und so. Also, den Stern können wir auch löschen. Gut, dann. Ah, da unten habe ich noch einen Stern markiert. Okay, das ist gut. Da unten ist noch ein Stern und da ist auch noch ein Stern. Ach ja, das ist natürlich das in Kakariko. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Die Alte gibt mir den Ball nicht. Aber gut, dann weiß ich. Den in Kakariko wissen wir. Also einer ist schon mal abgehakt. Und hier sonst habe ich keine Sterne mehr. Ich weiß, dass es in Gerudo Valley noch ein paar Sachen zu tun gibt. In der Stadt, in der Gerudo-Stadt, habe ich noch ein paar Quests zu erfüllen, damit ich Zugang kriege zu dem Geheimclub der Gerudos, weil dann kriegen wir auch eine neue Rüstung, die ziemlich cool ist. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Stern, oder? Ach ja, warte, das ist der Blutmondstern. Das ist der Blutmondstern. Und das ist der Gerudo-Stern. Aber das heißt, wir können zwei abhaken. Und jetzt pass auf, jetzt schauen wir ins Tagebuch. Quell der Kraft. Ah ja, genau. Hier, die rote Schuppe in den Quell der Kraft schmeißen. Das können wir machen. Da müssen wir irgendeine Schuppe irgendwo anders reinwerfen. Aber ich weiß nicht genau, auf was sich das bezieht. La Ruta. Ja, ich hoffe, das wird mir angezeigt, wenn ich da. Ja, Dorf der Zoras, alles klar. Da. Und Ruhrgebirge, Nacht des Blutmonds. Die ist hier. Jetzt passt auf, das sind vier. Das sind vier Schreine. Okay, jetzt teleportieren wir uns mal da hinten hin, in die Nähe. Also von vier Schreinen weiß ich, die kriegen wir dann schon irgendwie. Und sieben sind noch. Also drei mysteriöse Schreine, von denen ich nichts weiß, gibt es noch. Uiuiui. Na, drei Schreine in dieser Riesenwelt irgendwo verborgen zu finden, das wird schwer. Aber muss ich nochmal nachschauen. Moment. Muss ich nochmal kurz was nachschauen? Drei Schreine. Falsch. Genau. Und hier, wenn ich jetzt hier drei abgehakt habe. Sieben. Dann sind es noch fünf. Gibt es mehr als 120 Schreine in der Welt? Ich bin irgendwie von 120 ausgegangen, so wie es Mario Sterne 120 gibt. Vielleicht gibt es mehr als 120. Es wird Sinn machen, auch von den Herzen her. Naja, vielleicht gibt es noch mehr. Okay. Whatever, keine Ahnung. Wenn wir jetzt schon hier sind, gehe ich schnell den Berg hoch und gehe oben ins Labor. Da hätte ich mich auch gleich hin teleportieren können. Nee, dann gehen wir da jetzt nicht hin, weil da kann ich mich, wie gesagt, auch einfach hin teleportieren. Holen wir uns ein Pferd und reiten zur Quelle der Kraft. Ich glaube, die ist irgendwo tief unten. Ich glaube, da muss ich erst in die Nähe reiten. Hey, wolltest du nicht irgendwie ein Foto sehen von dem Kerl oder so? Kilton, endlich weiß ich, wie er aussieht. Ach, ich hab's dir schon gezeigt. Okay. So, ich brauche mein Pferd, bitte. Heißt der Rizzo, der heißt Rizzo, wie die Ratte. Ich reite mal wieder mit Zeppolonio, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Zeppolonio, das Monsterpferd. Warte, ich will mich passend anziehen. Nee, eigentlich will ich meine Krogmaske nicht abnehmen, weil ich Angst habe, dass ich Krogrätsel übersehe. Ist hier in der Nähe nicht auch irgendwo die neue Stadt? Wie heißt sie? Ja, hier, Taburaza, genau. Cool. Ah, da unten ist sie irgendwo. Ja, genau. Oh, warte mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hier ist nur irgendwo ein Krogrätsel. Meine Krogmaske schlägt aus.
Maxi-Trüffel, sehr gut. Wo ist hier ein Krockrätsel? Ich kann wieder mal Blätterhaufen verbrennen, aber ich weiß nicht, jetzt regnet es ausgerechnet. Ah, doch, das wird sein. Also an Blätterhaufen verbrennen, weil da Steine drunter sind, habe ich nie gedacht. Ohne diese Maske hätte ich die nie gefunden. Außer vielleicht mal zufällig. Okay, aber das war das Krockrätsel hier. Meine Maske schlägt nicht mehr aus. Okay, dann weiter, kleines Pferdchen. Monsterpferdchen. Okay, ich glaube, ich muss da rein, in dieses Loch. Okay, das ist noch weiter weg, als ich dachte. Aber ich kann trotzdem schon mal fliegen. Ja. Oh, warte, hier schlägt die Maske auch aus. Wirklich? Hier ist irgendwo ein Krockrätsel. Ist es der Stein da hinten? Das ist gar kein Stein. Aber was ist es denn dann? Ist auf dem Baum ein Stein? Nein. Auf dem Baum gegenüber. Oh, da ist tatsächlich irgendwas, aber ich glaube nur ein Vogelnest eigentlich. Ach komm, bleib doch oben. Ich weiß, es regnet und es ist glitschig, aber... Eier sammeln, gut. Aber kein Krok. Naja, jetzt opfere ich hier mal... Moment. So. Und jetzt werfe ich dir mal die Schuppe des Roten in den Fluss. Das dürfte funktionieren. Hoffentlich. I hope that's a good idea. In die Hand nehmen. Bitteschön! Ja! Ah, so. Tritt voran, der Weg ist nun offen. Ach, jetzt auf einmal merkst du, dass da ein Schrein in der Nähe ist, Schreinfinder. Ein bisschen spät vielleicht, hä? Bisschen spät. Der Schreinfinder dann so, ich habe ihn zuerst gesehen. Zutaten rösten. Röstest du Zutaten wie Pilze oder Fische, verbessert sich der Geschmack. Ihrer speziellen Effekt geht aber verloren. Muss noch an seinem Verkaufsgespräch arbeiten. Eine schwere Probe mit Wasser. Das heißt, ich nehme gleich mal Elektropfeile. Die werden sich freuen. Und ich nehme das Schwert, das gleich zerbricht. So, komm her, Kämpfer, Krieger, Gegner, wer auch immer du bist. Wer hätte das gedacht? Oh, ich glaube, der ist Stufe 3 mit seinem Hirnkamm. Mhm. Die sind ein bisschen gefährlich, aber nur ein bisschen. Also wirklich nur ein bisschen. Oh, wow. Schwert zerbrochen. Nächste Waffe. Nervig. Aber ein Elektropfeil ins Wasser wirkt Wunder. Au! Schön, dass ich von meinem eigenen Elektro geschützt bin. Haha, Ausweichsprung. Und jetzt gibt's eine Supermörder-Kombo. Oh, Hellbade kaputt. Gut, nächste Waffe. Holzkochlöffel. Nee, der zerbricht gleich. Yeah, jetzt gibt's eine Holzlöffel-Kombo. Tja, damit hat er wohl nicht gerechnet. Au. Nix da. Ich finde es ja echt cool, dass der Strom weiß, dass ich sein Verbündeter bin, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Na komm, nimm den Frisbee weg. Ich will mit dir kämpfen und nicht gegen dein Schild hämmern.
So, die Waffe hätten wir auch weiter. Es ist manchmal so ein Abarbeiten. Die ganzen Waffen, die man nicht wirklich braucht, loswerden. Au. Oh, er setzt schon zum Finishing Blow an. Das ist aber schnell. Ich hoffe, ich krieg den jetzt tot. Ansonsten sehen wir endlich mal, was passiert, wenn das durchzieht. Oh Gott, ich will nicht wissen, was passiert. Aber ich mache so wenig Energie. Ich mache so wenig Schaden. Ich mache so wenig Schaden. Ich mache so wenig... Okay, es ist ehrlich gesagt halb so schlimm. Jetzt wissen wir, was passiert. Er macht ein paar Schüsse, die einigermaßen mittelmäßig stark sind. Ich habe Schlimmeres gesehen. Es ist ziemlich cool. Es ist zugegebenermaßen sehr cool. Aber das überlebe ich nochmal. Und es ist gar nicht mehr notwendig. Ah, ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass wir jetzt wissen, was er macht, wenn er fertig ist mit seinem... Das war das letzte große Mysterium. Das letzte große Mysterium. Habe ich irgendein Schild, wo ich sage, warum habe ich das? Ja, habe ich. Dann nehmen wir lieber das Wächterschild. Und die ganzen Kleinzutaten. Gut, los geht's. Jetzt holen wir uns noch die eine Waffe, die wir nicht mehr nehmen können. Nee, Quatsch, ich habe zu viel Waffen verheizt an dem. Ich glaube, das ist cool. Feuerlanze! Klirr. Herzlichen Glückwunsch, du hast zum 100. Mal so ein kleines Würstchen kaputt gemacht. Kannst du stolz drauf sein? Es war vielleicht mein Lieblingsroboter. Ich werde jetzt Staub. Push. Sowas oder so etwas ähnliches. Ist immer X-Faktor. Habt ihr das früher auch geguckt? Oder kennt ihr das überhaupt, wenn ihr jünger seid? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? X-Faktor. Mit, wie heißt der? Brandon Fraser oder so ähnlich? Der auch Nummer 1, Commander Riker, in Star Trek gespielt hat. Und der hat eben auch X-Faktor moderiert. Okay, aber die Grog-Maske geht hier voll ab. Irgendwas muss hier sein. Und da war es immer so, dass irgendwelche unglaublichen Tatsachen erzählt wurden. Geschichten, die sich tatsächlich ereignet haben. Und dann am Schluss musste man immer entscheiden oder wurde dann revealed, was wahr ist und was erfunden ist. Und es waren immer haarsträubend bescheuerte Geschichten, die natürlich alle erfunden waren. Aber es war dann immer so, ja, die Geschichte ist wahr. So etwas Ähnliches hat sich irgendwo in der Gegend von so und so eventuell abgespielt. Und so in der Art hat der das dann immer verkauft. Und das fand ich sehr lustig. Ja, ich weiß schon, dass du hier ausschlägst, aber was ist denn hier bitte? Ich sehe überhaupt nichts. Maski. Ah, da oben ist ein Stein. Ist das der... Ja, ja, ja. Guckt, sowas hätte ich jetzt nie gefunden. Ich hätte den Stein wahrscheinlich nicht mal... Der wäre mir nicht mal großartig aufgefallen. Hätte ich jetzt die Maske nicht an. Deswegen immer die Krogmaske anhaben. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Das heißt, hier... Können wir... Ich weiß nicht, soll ich das wegmachen? Eigentlich kann es da bleiben. Es verwirrt mich, glaube ich, nicht unbedingt jetzt. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Ja. Mond. Blutmond. Und Chica. Gut, dann müssen wir zu den Quests ins Tagebuch gucken, denn hier haben wir noch das Lied des Reckenfests der Zoras. Mal gucken, wo uns das hinführt. Hierhin. Da muss ich vielleicht nochmal mit ihr reden, weil auch da muss ich irgendwo eine Schuppe opfern, wahrscheinlich. Guck mal, von oben sieht es aus wie ein Oktopus oder so. Cthulhu! Teleportieren wir uns mal zu Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu! Ich freue mich schon auf dieses Lovecraft-Spiel. The Call of Cthulhu. Bin ich gespannt. Das wird vielleicht cool. Vielleicht wird es auch schlecht. Aber vielleicht wird es auch cool. Vielleicht. Vielleicht habe ich Schluck auf. Vielleicht habt ihr Schluck auf. Man weiß es nicht. So viele Variablen. Variablen. Ich muss mal kurz schauen. Mein Handy hat vorher die ganze Zeit vibriert und vibriert. Kleinen Moment. Okay. Okay. Wo sind wir? Ach ja, im Reich der Zoras.
Ich frage mich auch, aus welchem Material die das hier gebaut haben, dass das hier kein Moos ansetzt. Oder schrubben die hier ständig? Hallo, Clio. Die Statue des Mädchens ist richtig süß. Ist ja auch Mifa. Und die muss man kennen, oder wie? Wo ich schon hier bin, kann ich dir das Dorf der Zoras auch mal ein bisschen genauer angucken. Du dir, wir uns, oder? Was? Hä? Halt die Klappe. So, ich laufe jetzt mal zu meiner Quest. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Aber die Stadt ist ja auch unglaublich unvorteilhaft. Warum haben die das überhaupt? Warum sind hier überall... Warum ist hier überall Wasser? Vielleicht mögen das Zora einfach. Vielleicht ist es für die angenehm, dauernd Wasser an den Füßen zu haben. Die sind vielleicht so... Vielleicht können die über ihre Füße genug Wasser aufnehmen, dass sie nicht vertrocknen oder so. Darf ich eure Kisten zerhauen? Sowieso zu spät. Hey, Musu! Anscheinend habe ich die Solidarität von euch Hylianern unterschätzt, Link. Nie hätte ich gedacht, dass jemand von euren... dass jemand von eurer Sorte so ganz ohne Flossen oder Kiemen den Titan aufhält. Ha! Aber im Grunde war es nicht anders zu erwarten von demjenigen, dem Mifa ihr Herz geschenkt hat. Ich hoffe, du kannst einem zu törichten alten Dickkopf wie mir verzeihen. Ach, Mif... Wie heißt du? Ach, Musu! Natürlich verzeih ich dir. Ich liebe dich. Creepy. Hey! Du bist also der Link der vor 100 Jahren, bla 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 bla. Mifas Seele ist in uns allen. Nun denn, zu langsam sollte ich mir wieder Gedanken darum machen, wie ich die Zeremonielanze wiederfinde. Zeremonielanze? Die sogenannte Zeremonielanze ist die Lichtschuppenlanze, die wir beim Reckenfest zu Ehren Mifas verwenden, beziehungsweise eine Nachbildung derselben. Ich wollte die Zeremonielanze von Dento reparieren lassen, aber sie ist mir von der Brücke gefallen. Da sie nicht echt war, ist es eigentlich nicht so schlimm. Ich werde Dento bitten, eine neue anzufertigen. Wenn jemand sie bergen würde, so könnte er sie eigentlich behalten. Das ist nicht die Quest, mit der ich jetzt gerechnet habe. Ich finde das cool, weil ich habe mir schon immer gedacht, Moment, was ist eine, wieso Zeremonielanze? Aber damit habe ich nicht gerechnet. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen von Sela aufgestellt, glanzvolles Licht, eine Prüfung erhält. Zu den Füßen von Sela. Wer ist denn Sela? Wer ist Sela? Ich kenne nur Mifa. Molden ist die Zeremonielanze, die beim Reckenfest verwendet wird, von der Brücke gefallen, wenn du die Lanze findest und den Worten des Liedes folgst. Erscheint vielleicht eine Heldenprüfung. Ah ja, jetzt verstehe ich. Ist sie hier von der Brücke gefallen oder wie? Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Was? Ach so, da ist er. Wenn die hier von der Brücke gefallen ist, ich glaube, ich sehe sie. Ne, ist ein Fisch. Schade. Kann ich auch den Fisch benutzen? Vielleicht ist es ein zeremonieller Superfisch. Okay, ich gehe dann mal. War keine Absicht. Okay, also wenn die hier reingefallen ist, in dieses tiefe Wasser mit dieser Strömung, dann ist alle Hoffnung verloren, dass ich die Lanze finde. Außer, sie ist magnetisch. Und da ist eine Bombe. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich schwimme mal darüber. Ich glaube, ich ziehe mir erstens mal die Zora-Kleidung an. Und ich brauche mal die Zora-Hose, verdammt. Wo ist denn die Zoras-Hose? Ohne Zora-Hose wird das nichts. Guck mal, wie langsam ich schwimme. Ist ja furchtbar. Gegen die Strömung schwimmen ist echt blöd. Vielleicht ziehe ich lieber meine Kletterhosen an und kletter hier irgendwie hoch oder so. Mach das wirklich mal, kletter mal. Auch ohne Hosen kletter ich, glaube ich, schneller. Oh Gott, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht ertrinke jetzt. Na komm schon, das schaffen wir. Oh, das war einmal zu viel. Nein, es geht. Oh Gott sei Dank. Puh, wow. Lanze? Lanze irgendwo? Lanze von der Brücke gefallen? Nein? Schade eigentlich. Hätte es gehofft. Ich meine, theoretisch, die Strömung ist super hardcore. Die Lanze könnte überall hin sein. Was soll denn ich jetzt wissen? Da ist die Brücke. Wenn die Lanze da runterfällt...
aber nicht mehr im Wasser ist oder ich sie auch mit Magneten nicht erreichen kann, kann die jetzt überall sein. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll eigentlich. Oder wurde sie da drüben irgendwo angeschwemmt? Okay. Ah, da ist sie tatsächlich im Wasser. Ich sehe sie jetzt. Okay. Da ist sie wirklich. Wie komme ich jetzt dahin? Ich mache einen Eiswürfel. Ich denke immer nicht an die Eiswürfel. Ups, das war nicht Absicht. Ich bin anscheinend unter das Ding getaucht. Warum stehen die hier eigentlich? Naja, Magic, whatever. Okay. Ah ja, habe ich gut erraten. Na komm. So. Wow. Zeremonienlanze. Eine Nachbildung von Mithas berühmter Lichtschuppenlanze. Sie ist äußerlich kaum vom Original zu unterscheiden, aber Angriffskraft und Haltbarkeit sind deutlich geringer. So, und jetzt müssen wir die zu... Ah, hier ist der Sela-See. Aber ich brauche eine Schuppe. Ich brauche eine Sternschnuppe, glaube ich, wahrscheinlich, oder? Ich muss noch mal ganz kurz lesen, was da genau steht. Vom Himmel die Lichtschuppe. Die Lichtschuppe fällt. Verstehe ich nicht. Ich gehe mal da hoch. Wie kommen wir da hoch? Am besten. Schnellster Weg? Irgendwelche Vorschläge? Nein? Dann werde ich wohl mich nochmal hoch zu den Zoras teleportieren. Ah, ich hätte einen Wasserfall hochschwimmen können. Naja, kann ich immer noch. Das läuft mir nicht weg. Das läuft nicht weg. Schnubeldu, 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 Schnu, Schnu. Yeah. Mann, die Folge ist schon so lange. Wie konnte das passieren? Ach, die Zeit vergeht immer so schnell. Wisst ihr, es gibt einfach manchmal Let's Plays. Also manchmal habe ich einfach kein Bock, was aufzunehmen und das Spiel nervt mich dann im schlimmsten Fall auch noch ein bisschen und dann sitze ich so da und die Zeit vergeht nicht und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh nein, erst 9 Minuten aufgenommen, ich muss noch ewig aufnehmen, ich sterbe hier, so langweilig. Aber dann gibt's auch sowas wie Zelda hier, da setze ich mich hin und auf einmal ist eine halbe Stunde vorbei und ich denke mir so, what, wieso, wo ist diese halbe Stunde? Kann doch nicht sein. Gerade war ich doch noch irgendwie, gerade habe ich doch die Aufnahme gestartet. Na gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch und gehen dann da hoch. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.